Brahma Muhurta, die Stunde Brahmans, die Zeit zwischen 3:30 morgens und 6:30 morgens. Ja, Brahma Muhurta ist die Stunde oder die Zeit, die besonders geeignet ist für die Meditation. Ursprünglich ist die Bedeutung von Muhurta ein Dreißigstel eines Tages. Eine Muhurta dauert 48 Minuten. In diesem Kontext wurden also die Tageszeit nicht in 24 Stunden eingeteilt, sondern in 30 Stunden. Daher Muhurta. Brahma Muhurta war ursprünglich dann eine bestimmte Zeit, nämlich die Zeit direkt nach dem Sonnenaufgang oder um den Sonnenaufgang. Wenn man von einem Dreißigstel des Tages spricht, waren es auch nicht unbedingt exakt 48 Minuten, sondern da wurden bestimmte Zeiten gelegt, Sonnenaufgang, Mittagszeit, Sonnenuntergang und Mitternacht, und diese Zeiten wurden jedenfalls aufgeteilt. So war also ursprünglich Brahma Muhurta nicht eine feste Uhrzeit. Es hat sich dann aber unter den Yogameistern etabliert, dass man als Brahma Muhurta die 3 Stunden bezeichnet zwischen 3:30 und 6:30 morgens. Diese Zeit gilt als die beste Zeit, um Brahman zu erfahren. Brahma Muhurta ist also die Zeit von Brahman, damit des Schöpfergottes, aber auch von Brahman, des Absoluten. Brahma Muhurta, die Zeit, die am geeignetsten ist, Brahman zu erfahren. Es ist gut, frühmorgens aufzustehen. Ja, ich kenne die Theorie von Lerchen und Eulen. Das heißt, es gibt Menschen, die können morgens besser meditieren. Das sind die Lerchen, die stehen morgens gerne früh auf. Und es gibt die Eulen, die lieber nachts meditieren, die stehen lieber später auf. Die Mehrheit der Menschen ist so eine Mischung. Die können sich dazu erziehen, eher morgens oder eher abends zu meditieren. Aber wenn irgend möglich, ist es gut, die Zeit zwischen 3:30 und 6:30 morgens mit einer spirituellen Praxis zu verbringen. Vielleicht ist 3:30 für die meisten westlichen Aspiranten sehr früh. Ich weiß aber aus eigener Erfahrung, die Zeit ab 3:30 ist etwas besonders Schönes. Und wenn du es irgendwo hinkriegst, ist es gut, so aufzustehen, dass du spätestens um 5 Uhr mit deinen spirituellen Praktiken beginnst. Wenn du um 5 Uhr beginnst, vielleicht mit Pranayama, und dann kannst du meditieren, nachher Asanas. Dort hast du die geeignetste Zeit, um tiefe Erfahrungen zu machen. Ich staune immer wieder, wie viele Yoga-Übende es gibt, die das zwar alles gehört haben, aber trotzdem erst sehr spät aufwachen. Swami Shivananda ist da sogar sehr vehement. Er schreibt, man sollte unbedingt die Zeit zwischen 4 und 6 Uhr für die Meditation nutzen. Das sind die mittleren 2 Stunden von Brahma Muhurta. Du magst sagen, im Westen stehen wir später auf, wir gehen später ins Bett. Mag vielleicht auch stimmen, weshalb wir ja auch bei Yoga Vidya erst um 7 Uhr meditieren, die offizielle Meditation. In Shivananda Ashram Rishikesh ist sie um 5 Uhr. Und das ist letztlich ein Kompromiss, zum einen für die Gäste, die hierher kommen, aber auch für viele Mitarbeiter, die es auch angenehmer finden, um 7 Uhr zu meditieren. Wer bei Yoga Vidya zur Yogalehrerausbildung kommt, 4 Wochen intensiv, dort legen wir die Meditation auf 6 Uhr. Dort hast du den letzten Teil von Brahma Muhurta noch dabei. Gut, zur Zeit der Sommerzeit hast du selbst um 7 Uhr, dann ist es ja eigentlich 6 Uhr bis 6.30 Uhr bist du auch noch in Brahma Muhurta. Insbesondere wenn du es verlängerst, 3.30 Uhr bis 6.30 Uhr. Manche sagen 3.30 Uhr bis 6.30 Uhr ist Brahma Muhurta, andere sagen 3.30 Uhr bis 5.30 Uhr. Aber ich meine so zwischen 3:30 und 7:30 ist eine gute Zeit. Die beste ist natürlich zwischen 3:30 und 6:30 und die zentrale Zeit zwischen 4 und 6 Uhr. Probiere es selbst aus, was ist deine Brahma Muhurta? Und schaue, ob du nicht etwas früher einschlafen kannst, um früher aufzuwachen. Manchmal hilft es auch, am Nachmittag oder in der Mittagspause eine Tiefenentspannung zu machen, dass die vielleicht dann auch in ein Nickerchen mündet. Dann brauchst du weniger Schlaf nachts, dann kannst du früher aufstehen. Brahma Muhurta, die Stunde Brahmans, die Stunden, wo die besonders geeignet sind für Meditation, Pranayama, Asanas und Mantra-Rezitation.